Warum? Das fragen sich seit einigen Jahren viele, viele, vor allem auswärtige Besucherinnen und Besucher des Botanischen Gartens hier in Braunschweig. Ist die wunderschöne alte Blutbuche hier im Botanischen Garten denn so ummantelt? Friert sie etwa im Winter? Nein. Ist sie krank, hat sie den Schnupfen? Auch nicht. Die Erklärung ist relativ einfach. Jetzt müssten Sie es schon fast kapieren. Es geht nämlich darum, dass manche Bäume, zum Beispiel diese Rot- bzw. Blutbuche, durchaus eine empfindliche Haut haben. Ihre Borke nämlich. Und wenn die nicht genug Schatten bekommt, dann geht es dem Baum wirklich, ja, ich hätte beinahe gesagt ans Leder nicht, aber ans Leben. Vor einigen Jahren ist ein mächtiger Seitenast dieser Buche weggebrochen. Er musste weggenommen werden, weil er einfach hinüber war, morsch war. Ja, das Problem dabei war, ohne so einen Seitenast kommt so eine Buche ohne weiteres weiter zurecht. Das macht ihr gar nichts. Aber jetzt hatte sie ein Sonnenproblem. Denn dieser Ast hatte der Buche immer wunderbaren Schatten gespendet. Da, wo sie besonders empfindlich ist, nämlich auf ihrer Haut, der Buchenhaut. Der Borke. Aber unsere Gärtnerinnen und Gärtner hier im Botanischen Garten sind ja bekanntlich clever. Und sie fanden schnell eine Lösung. Nicht schön, aber lebenserhaltend. Sie besorgten sich eine Spezialfolie, einen Spezialstoff, in den sie die von UV-Strahlung bedrohten Teile der Buche hüllten. Und jetzt kann auch im Sommer nichts mehr passieren. Die Buche ist weiter geschützt und wird uns noch viele, viele Jahre hoffentlich erhalten bleiben. Ganz links, das ist der amerikanische Geweihbaum. Die Sündelbuche. Es folgt unsere Blutbuche, um die es heute ging. Und ganz rechts haben wir dann noch die europäische Lärche. Alles riesige Bäume, alles wahnsinnig schöne Bäume. Und zwar mit Laub oder Nadeln oder auch ohne.